Bla, Raum. Hallöchen auch, ich begrüße euch mal wieder hier auch in Bildform. Und zwar ein paar Sachen, die ich erzählen möchte. Zum einen ist es schon Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal hier sowas gemacht habe. Hier bla bla, Kamera an, bla reden, ne? Reden, oh, mit Bild, dass ihr Informationen bekommt, was los ist, was nicht los ist, was vielleicht los sein könnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal kurz was auf. Das ist schön. Und zwar, was auf diesem Kanal hier, auf YouTube hier und auch vor allem also auf Twitch passieren wird. Ich frage nur kurz mein Gehirn, ob es denn da die Information noch behalten hat. Hier auf dem Kanal, hier auf YouTube, war die letzte Zeit so ein bisschen weniger los, beziehungsweise sehr wechselhaft viel los. Immer so zwischen 1 bis 3 Videos pro Tag. Ich möchte das gerne, dass es wieder ein bisschen regelmäßiger, mindestens 2 bis 3 halt werden, dass es mindestens was in dem Bereich wird, so wie es früher schon mal war. Das fände ich ganz cool, das fände ich ganz schön, weil der Kanal hier ist immer noch eine schöne Sache, finde ich, oder habe ich immer noch eine ganze Menge Spaß und möchte ich auch alles gerne weitermachen und fortführen. Und es ist halt im Moment, wie ich beim letzten Mal auch schon erzählt habe, so, dass ich ziemlich viel streame, ziemlich viel da Zeit drauf geht und auch Spiele, die mich interessieren, auch zum Teil halt da stattfinden. Ich überlege dann halt immer, was eignet sich jetzt hier für diesen Kanal hier als Let's Play, was eignet sich vielleicht als Stream, je nachdem, wie lang das ganze Spiel ist, wie storylastig das ganze Spiel ist, wie viele das vielleicht interessieren könnte. Das ist so ein bisschen die Überlegung, wann jetzt wo immer was passiert. Deswegen ist es immer sehr verschieden, für welches Spiel ich gerade Interesse habe. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich muss ja auch Lust auf die Spiele haben. Und je nachdem, was halt für Streams und was für hier dann passt und wie das mit den Aufnahmen und sowas passt, hatte letzte Zeit halt stellenweise weniger Zeit, dass ich halt unterwegs war oder dass hier dann halt Besuch da war oder dass ich dadurch weniger Zeit gehabt habe. Deswegen schwankt es eigentlich sehr, leider. Ich möchte es aber wieder mehr machen. Zum Beispiel hier auf dem Kanal, hier auf YouTube als Let's Play sind zum Beispiel noch geplant, beziehungsweise hatte ich mir mal irgendwann überlegt, dass ich ja mal eine Runde Quake 1 machen könnte. Wäre schön. Ein Spiel, was ich schon, ich weiß nicht, ein paar Mal durchgespielt habe, aber was immer wieder schön ist, finde ich, oder was damals eins meiner ersten Shooter war, die ich gespielt habe, als ich noch viel zu klein dafür war. Und deswegen, ich möchte ihn gerne nochmal spielen, ich möchte ihn gerne nochmal auch euch hier kredenzen und zeigen und gucken, was da alles so, wie das alles noch so war. Ich weiß auch nicht mehr komplett alles, aber da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das wird schön. Wie gesagt, ein bisschen Shooterei bei Quake 1. Wir hatten ja schon ganz viel Anno gemacht. Anno 16.01, 15.03 kam zuletzt, 14.04, 22.05, 2050 gab es in den Livestreams. Das haben wir alles gemacht. Ein Teil fehlt noch, und zwar Anno 17.01. Den wird es dann auch irgendwann bald hier geben. Auch Endlosspiel, weil ich habe bei 15.03 gemerkt, ja, Kampagne. Begrenzt spannend. Und bei 17.01 soll wohl auch die Kampagne erst mit dem Expansion Set mit dazugekommen sein. Keine Ahnung, wie gut die ist, aber ich merke zumindest, dass immer wieder eine neue Basis aufbauen ist doch für das Let's Play dann wenig spannend, weil letztendlich, wie Anno funktioniert, haben wir jetzt schon, glaube ich, oft genug gesehen. Deswegen brauchen wir das nicht noch ungefähr 10-mal machen für 10 verschiedene Missionen. Deswegen einmal Endlosspiel, bis es halt zu Ende ist, in dem Sinne, bis man alles erreicht hat. Und das wird dann hoffentlich auch schön. Was auch vielleicht nochmal in diesem klassischen alten Sinne, quasi nachdem man mit Anno meinetwegen durch ist, machen könnte, wäre zum Beispiel, was ich damals sehr gerne gespielt habe, eins meiner ersten selbst gekauften Spiele, Cäsar 3. Es ist schon ewig alt, ich hoffe mal, das läuft überhaupt noch. Das wäre eine schöne Sache, wenn das irgendwann bald hier mal käme. Wie gesagt, das, was ich hier ankündige, wann das genau passieren wird, es kann irgendwann sein. Irgendwann in Zukunft, das sind aber Sachen, die ich mir auf eine Liste aufgeschrieben habe, die ich gerne irgendwann halt machen möchte. Deswegen besteht die Chance, dass es die auch irgendwann geben wird. Wann genau, lasst euch überraschen. Im Moment läuft ja gerade noch Rise of the Tomb Raider. Was man noch machen kann oder was ich mir überlegt habe, ich habe den Legend-Teil ewig nicht mehr gespielt, dass man den nochmal macht. Wir haben ja Tomb Raider 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle schon gemacht. Tomb Raider 2013 haben wir gemacht, den von 2015 beziehungsweise für mich von 2016. Rise of the Tomb Raider machen wir auch gerade, und deswegen wäre es fast schön, wenn man da die Serie dann noch ein bisschen fortsetzt. Ich habe es damals gesagt, ja, hier kommen nur die alten Teile, aber
Ich guck mal, ob Legend mich da noch anspricht, wenn ich das irgendwie mal eine Stunde aufgenommen habe. Und dann vielleicht gibt es das dann auch nochmal in kompletter Form hier. Underworld und Anniversary wird sich danach dann zeigen. Keine Ahnung. Es gibt aber gewisse Chancen. Ich hab ein Gefühl. Uns erwartet hier bald ein Brood War. Uns erwartet hier bald ein Brood War. Uns erwartet hier bald StarCraft Brood War. Ja, das sind aktuell die Sachen, die hier gerade mal für den Kanal, für YouTube hier auf der Liste stehen. Die ich hier übrigens, ne, die Liste, mein Gehirn. Das ist ganz schön. Ich hoffe mal, dass ich hin und wieder noch so ein paar Ründchen spontan mache. Zu ein paar Sachen, die ich halt auch im Stream dann mache oder zeige. Weil auch für den Stream habe ich ein paar Sachen geplant und es wäre halt praktisch, wenn man im Stream irgendein Spiel entdeckt und sich sagt, hey, das ist cool, das ist geil, das kann man auch mal so ein bisschen spielen oder fand ich schön, habe ich Spaß dran, dass man das dann quasi nochmal ein bisschen für die Leute, die nicht in den Streams dabei sind, für euch nochmal in eine Folge spontan reinpackt und dann hier nochmal als extra Folge kurz zusammen kondensiert aufs Wesentliche hat, worum es in dem Spiel geht, was der ganze Quatsch soll und warum das vielleicht schön ist. So wie bisher auch gerne mal. Das heißt, dass man das so ein bisschen zusammenfasst, ein bisschen quasi, wenn man schon ein Spiel kennenlernt im Stream, dann auch nochmal hier verwurstet. Ziemlich einfach. Yay! Wurst! Wie sehe ich eigentlich aus hier? Das ist ja furchtbar. Und es wird auch dunkler draußen. Das ist auch furchtbar. Ich kann doch nicht hier die ganze Beleuchtung ruinieren. Sonne! Fiesling! Was zum Beispiel für die Streams geplant ist in nächster Zeit, im Moment, ein paar von euch haben es vielleicht bemerkt, da fällt mir mein Handy fast aus der Hand. ich spiele im Moment sehr viel Counter-Strike. Ich habe das Spiel für mich entdeckt, ich habe es entdeckt, es hat mich nicht entdeckt. Ich habe mich gut genug versteckt, aber ich habe es von mir aus entdecken können. Hab ich im Moment wirklich eine ganze Menge Lust dran und Spaß dran und im Moment bin ich noch nicht allzu sehr gefrustet. Ich merke zumindest, hey, je mehr ich von dem Spiel spiele, desto mehr zum einen verstehe ich, was da passiert, hier taktisch mäßig, weil Counter-Strike, wenn man Counter-Strike als einfachen Shooter bezeichnen würde, liegt man ziemlich falsch. Also es ist sehr, sehr taktisch, sehr, sehr mit Überlegungen, mit Kommunikation mit dem Team, dass man halt gemeinsam als Team gegen das gegnerische Team antritt, hat wirklich sehr viel mit Teamplay zu tun und auch halt mit den eigenen Skill logischerweise, wo man da irgendwie, dass man die Maps kennt, dass man die Waffen kennt, wie man da durch die Gegend eiert, was man da alles machen kann und was nicht, wie man seine Granaten sinnvoll einsetzt, so einen ganzen Krams. Also man kann eine ganze Menge lernen und da habe ich im Moment eine ganze Menge Spaß dran, deswegen streame ich das auch öfter mal, weil wenn ich das sowieso schon spiele zwischendurch, kann ich das auch einfach streamen. Tut mir natürlich leid für die Leute, die das Spiel so absolut gar nicht interessiert. Aber ist im Moment gerade mal so die Sache, die mich gerade am meisten begeistert, spieltechnisch. Auch wenn das Spiel schon Jahre alt ist, aber hat mich gerade mal gepackt und deswegen gibt es das auch öfter mal. Das heißt aber nicht, dass es natürlich nichts anderes geben wird. Ich möchte das wieder ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Ich gucke nochmal kurz auf die Liste und zwar ein paar Sachen, die passieren werden bald, die zeitlich noch nicht genau festgelegt sind. The Witcher 3 wird kommen. Wir haben ja schon den ersten und zweiten Teil gemacht und da bin ich sehr gespannt auf den dritten Teil, weil der soll ja ganz okay sein. Und da hoffe ich mal, dass das irgendwie schön wird. Wird wahrscheinlich auch wieder einige Streams gehen. Ich sag dann nochmal Bescheid, wenn es losgeht. Ich werde hier auch wieder nicht zu jedem Stream Ankündigungen machen, hier auf YouTube, sondern eher, wenn ich ein neues Spiel anfange oder irgendwie sowas Besonderes geplant ist. Oder halt, dass ich vielleicht sowas wie jetzt hier ein bisschen regelmäßiger mache oder wieder öfter mache. Das wäre tatsächlich für mich auch sehr schön, weil ein bisschen fehlt mir der wöchentliche Rahmen, muss ich ja sagen. Ich muss mal gucken, wie ich das denn inhaltlich mache, dass das ein bisschen unterhaltsam bleibt. Dass man dann so ein bisschen ein Update gibt, was in Zukunft alles passieren wird bei den Streams. Da werde ich dann auf jeden Fall auch Bescheid geben, wenn sowas wie Witcher 3 oder so anfängt. Oder halt irgendwelche anderen Sachen, die eine Story haben oder halt länger als ein oder zwei Streams passieren. Zum Beispiel, was ich noch gerne machen möchte irgendwann, ist ein bisschen mehr Trials Fusion. Das ist aber eher so ein Randprojekt, was man zwischendurch mal reinschiebt. Da habe ich noch ein paar Strecken zu schlagen, die ziemlich böse sind.
Aber Assassin's Creed zum Beispiel habe ich noch nie wirklich ernsthaft gespielt. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich den ersten Teil mal angespielt. Ich habe aber den ersten, zweiten und keine Ahnung, wie die Zählung danach weitergeht, die ersten paar Teile auf Steam mir irgendwann mal zugelegt. Und die möchte ich gerne auch mal spielen. Und dafür eignen sich so ein Stream eigentlich ganz gut. Deswegen hoffe ich bald, dass irgendwann, vielleicht nicht im März, aber vielleicht April oder sowas, oder Ende März, ich dann mit Assassin's Creed mal anfangen werde. Mit dem ersten Teil, dem zweiten Teil und keine Ahnung, welche Teile ich sonst noch alles da habe. Dass man das auch nochmal so ein bisschen macht. Also falls ihr darauf Bock habt, könnt ihr da dann auch gerne reinschalten. Was ich auch gerne mal durchspielen möchte, was ich mir auch vor Ewigkeiten mal zugelegt habe. Im Prinzip sind die Streams so ein bisschen Inhaltsbewältigung, wenn man das so will. Spiele, die ich mir irgendwann mal zugelegt habe und noch nie durchgespielt habe. Dead Space 1 habe ich mir mal zugelegt, habe ich mal auch eine halbe Stunde angespielt, fand ich eigentlich ganz nett. Kann man machen, wird es dann auch irgendwann geben. Ansonsten noch Child of Light habe ich mir irgendwann mal zugelegt, will ich gerne machen. Contrast will ich auch noch gerne machen irgendwann. Was habe ich noch mir überlegt? Einige andere Sachen, glaube ich. Deponia 3 ist immer noch gerade aktuell, das kommt heute Abend hier, nicht hier, sondern auf Twitch. Der wahrscheinlich letzte Block davon, das heißt bis zum Ende, da werden wir alle ganz furchtbar weinen. Und ab nächste Woche gibt es dann Deponia Doomsday bei mir. Yay! Auf dem Twitch-Kanal. Lieber halt live in der Form und nicht als Let's Play, weil ich habe die anderen vorherigen Teile halt nicht auf dem Kanal hier auf YouTube gemacht. Deswegen bietet sich das an, wenn ich das halt auch wie die anderen Teile auch auf Twitch mache. Ne, da waren ja jetzt, hier haben wir ja schon alles gemacht bisher, bis auf das dritte und noch das Ende und dann halt der nächste Teil. Das wird hoffentlich schön. Ich habe mich null über das Spiel informiert, aber ich habe gehört, es soll gut sein. Das ist schon mal viel wert. So, und natürlich, es wird immer mal wieder irgendwie andere Sachen geben. Auf Twitch Kingdom zum Beispiel wollte ich noch ein bisschen machen. Was gibt's denn noch alles? Viele Sachen, die ich irgendwann mal zugelegt habe. Stardew Valley vielleicht auch nochmal angucken. Habe ich mir noch nicht zugelegt, aber fand ich ganz interessant. Das wäre vielleicht auch mal für so ein Völkchen Spontram gut. Mal gucken. Und wie gesagt, ansonsten im Moment relativ viel Counter-Strike. Und vor allem wichtigster Teil bei den Streams. Seid ihr. Ja. Nee, ist Community, dass wir da alle gemeinsam hocken. Da sind immer sehr, sehr nette Leute im Chat. Ist immer wieder lustig und schön. Und kann man sinnlose Unterhaltung über Essen führen zum Beispiel. Die sind aber gar nicht mal so sinnlos. Nee, aber ist immer wieder schön, mit euch gemeinsam da was zu machen. Von daher da nochmal. Könnt ihr gerne dran teilnehmen, könnt ihr gerne mitmachen. Ihr könntet es vielleicht bereuen, aber ihr müsst es nicht tun. Ne, mal so gesehen. Es kann nämlich schön werden. Und da freue ich mich doch sehr. Und es macht wirklich immer eine Menge Spaß. Von daher da nochmal vielen Dank auch dafür die Unterstützung, dass es alles in diesem Umfang so möglich ist. Für die ganzen Sachen da. Und wäre schön, wenn ihr da mal auch reinschaltet, falls ihr das bisher noch grundlos vermieden habt. Ne, von daher rüber da. Link alles unten da in der Info, auch wo ihr mich auf Twitter und Facebook und den ganzen Krams finden könnt. Interessantester ist wahrscheinlich Twitter, da einfach mal folgen, dann kriegt ihr eigentlich so ziemlich alles mit, was vielleicht passiert oder auch nicht. Cool. Was habe ich? Ich habe so viel geredet jetzt hier, das ist furchtbar. Ich habe es noch immer nicht gelernt, mich kurz zu fassen, obwohl hier zwischendurch geschnitten wurde. Cool, ne? Das heißt, ich bin noch immer der Alte und ich werde jeden Tag älter. Nee, und ich hoffe, ihr habt Spaß hier. Ich hoffe, ihr seid noch hin und wieder mal hier und freut euch über das, was ich mache. Es ist für mich immer noch eine schöne Sache, hier für euch Quatsch zu machen, mich zum Affen zu machen und euch mit meinen blöden Witzen voll zu seiern. Und deswegen ist es immer wieder schön, wenn ihr reinschaut. Vielen Dank auch dafür. Und ich habe wahrscheinlich eine ganze Menge vergessen hier. Ich hoffe mal, dass ich sowas in der Art hier zumindest irgendwas gefilmtes, irgendwas Vlog-mäßiges ein bisschen öfter mache mal wieder, dass das nicht irgendwie alle drei Monate mal kommt. Es muss nicht jede Woche sein, aber zumindest hin und wieder mal, falls irgendwelche Sachen geplant sind für hier, dass man irgendwelche Sachen wirklich vorhat, irgendwelche Konzepte umsetzen will oder so, oder halt auf Twitch irgendwelche größeren Projekte anfangen, dass ich dann hier auch nochmal Bescheid gebe. Das wäre ganz nett. Ansonsten, wie gesagt, ich bin fast jeden Tag live im Moment auf Twitch. Das kann immer paar Tage auch mal ausfallen, aber ansonsten bin ich fast jeden Tag live, entweder Nachmittag oder Abend,
Deswegen könnt ihr da gerne immer vorbeischauen. Folgt dem Kanal einfach, dann bekommt ihr das hoffentlich mit. Sucht euch ein Add-on für euren Browser, dass es immer aufploppt. Nee, der ist gerade live. Oder dass ihr auf dem Smartphone die App habt, dann kommt da auch plopp. Rahmschnitzel just went live with irgendwas. Das kommt dann alles. Könnt ihr also, oder folgt halt, dass ihr eine Mail bekommt, das ist dann auch schön. Es gibt Möglichkeiten, dass ihr mitbekommt, wann ich live bin, falls euch das interessiert. Falls nicht, dann vergesst die letzten 10 Minuten wahrscheinlich dieses Videos. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier, wann auch immer das passieren wird. Wir sehen uns innerhalb des Streams, innerhalb der Videos hier und habt einen schönen Tag. Tschüss. Grundlos vermieden habt, ne? Von daher rüber da, Link alles unten da in der Info, auch wo ihr mich auf Twitter und Facebook und den ganzen Krams finden könnt. Interessanteste ist wahrscheinlich Twitter, da einfach mal folgen, dann kriegt ihr eigentlich so ziemlich alles mit, was vielleicht passiert oder auch nicht. Cool. Ich habe so viel geredet jetzt hier, das ist furchtbar. Ich habe es noch immer nicht gelernt, mich kurz zu fassen, obwohl hier zwischendurch geschnitten wurde. Cool, ne? Das heißt, ich bin noch immer der Alte und ich werde jeden Tag älter. Nee, und ich hoffe, ihr habt Spaß hier. Ich hoffe, ihr seid noch hin und wieder mal hier und freut euch über das, was ich mache. Es ist für mich immer noch eine schöne Sache, hier für euch Quatsch zu machen, mich zum Affen zu machen und euch mit meinen blöden Witzen voll zu seiern. Und deswegen ist es immer wieder schön, wenn ihr reinschaut. Vielen Dank auch dafür. Und ich habe wahrscheinlich eine ganze Menge vergessen hier. Ich hoffe mal, dass ich sowas in der Art hier, zumindest irgendwas gefilmtes, irgendwas Vlog-mäßiges, ein bisschen öfter mache mal wieder, dass das nicht irgendwie alle 3 Monate mal kommt. Muss nicht jede Woche sein, aber zumindest hin und wieder mal, falls irgendwelche Sachen geplant sind für hier, dass man irgendwelche Sachen wirklich vorhat, irgendwelche Konzepte umsetzen will oder so, oder halt auf Twitch irgendwelche größere Projekte anfangen, dass ich dann hier auch nochmal Bescheid gebe. Das wäre ganz nett. Ansonsten, wie gesagt, ich bin fast jeden Tag live im Moment auf Twitch. Das kann immer ein paar Tage auch mal ausfallen, aber ansonsten bin ich fast jeden Tag live, entweder Nachmittag oder Abend. Deswegen könnt ihr da gerne immer vorbeischauen. Folgt dem Kanal einfach, dann bekommt ihr das hoffentlich mit. Sucht euch ein Add-on für euren Browser, dass das immer aufploppt. Nee, der ist gerade live. Oder dass ihr auf dem Smartphone die App habt, dann kommt da auch plopp. Rahmschnitzel just went live with irgendwas. Das kommt dann alles. Könnt ihr also, oder folgt halt, dass ihr eine Mail bekommt, das ist dann auch schön. Es gibt Möglichkeiten, dass ihr mitbekommt, wann ich live bin, falls euch das interessiert. Falls nicht, dann vergesst die letzten 10 Minuten wahrscheinlich dieses Videos. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier, wann auch immer das passieren wird. Wir sehen uns innerhalb des Streams, innerhalb der Videos hier und habt einen schönen Tag. Tschüss.